Ein tödlicher Zwischenfall in Polen zeigt, dass die Kämpfe um die Ukraine auch NATO-Gebiet berühren können, jederzeit. Während die Aufklärung noch läuft, werden die russischen Raketenangriffe auf die Ukraine international scharf verurteilt. Russlands Präsident Putin ist zuletzt noch stärker unter Druck geraten, denn ukrainische Soldaten haben die russische Armee aus der Großstadt Cherson vertrieben. Die Ukrainer jubeln dort. Präsident Selenskyj spricht vom Anfang des Endes dieses Krieges. Allerdings schwächen die massiven russischen Raketenangriffe die ukrainische Energie- und Wasserversorgung. Wie geht es jetzt weiter an der Front, aber auch in der internationalen Diplomatie? Wir fragen nach Cherson. Wird der Krieg jetzt noch brutaler? Ganz herzlich willkommen zu Auf den Punkt. Ich freue mich sehr, Ihnen meine Gäste für diese Diskussion vorzustellen. Alexandra Sitenko, außenpolitische Analystin mit russisch-kasachisch-ukrainischen Wurzeln. Und Konstantin von Hammerstein, er berichtet für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Und aus Bonn zugeschaltet, aus unserer russischen Redaktion, ist Roman Goncharenko, den wir hier oft im Programm haben und der sowohl aus Kiew schon berichtet hat und aber auch immer auf den russischen Kontext mitschaut. Herzlich willkommen Ihnen allen dreien. Alexandra Sitenko, das war ja so ein Schockmoment für viele. Wie war es für Sie, als Sie gehört haben, dass in einem Dorf ganz im Osten Polens an der Grenze zur Ukraine zwei Menschen getötet wurden durch Raketeneinschlag? Ja, einen Schockmoment hatte ich auch erlebt. Also ich habe gedacht, oh, das war die erste Reaktion, oh nein. Und gleichzeitig, also es war eher so, oh nein, ja, damit, also leider war auch damit irgendwie zu rechnen. Das war auch das, was befürchtet wurde. Also, und jetzt ist dieser Moment gekommen, der befürchtet wurde. Aber ich habe mir dann vorgenommen, ich lese nicht gleich alle Meldungen und stürze mich nicht auf, auf alle Informationskanäle, sondern ich warte ein bisschen ab. Weil ich dachte, ja, im Moment wird das noch, kann es sein, dass viel Verwirrung da sein wird oder ja, überalte Reaktionen oder Schlussfolgerungen daraus. Deswegen, ich habe ein bisschen abgewartet, bevor ich tatsächlich mich informiert habe und angefangen habe, intensiv zu lesen, was passiert ist, eigentlich erst am nächsten Morgen. Also an dem Abend, wo das passiert ist, ja, war erstmal der Schock. Und dann haben wir gesagt, jetzt warte ein bisschen ab, bis zuverlässigere Informationen vorliegen. Stand jetzt, Konstantin von Hammerstein, und Sie berichten ja auch sehr viel immer über die NATO. Geht die NATO davon aus, dass es eine ukrainische Flugabwehrrakete vom Typ S-300 war? Dieser Zwischenfall hat keinen Bündnisfall ausgelöst und auch noch nicht einmal politische Konsultationen der Mitgliedstaaten. Kann man das jetzt trotzdem einfach so abhaken oder nicht? Ja gut, es zeigt einfach, wie dünn das Eis ist praktisch, wo man jederzeit durchbrechen kann. In dem Fall ist es gut gegangen, weil es jetzt so ausgegangen ist, wie es aussieht, dass es tatsächlich eben ein Unfall letztendlich war. Aber wenn es sich tatsächlich herausgestellt hätte, dass es ein russischer Beschuss gewesen wäre, dann wäre natürlich sofort das eine andere Nummer gewesen. Und man sieht daran einfach, wie hochgefährlich dieser Krieg ist und natürlich immer die Drohung im Raum steht, dass es sich jederzeit ausweiten könnte. Alexandra Sitenko hat eben beschrieben, dass am Anfang im Eifer dieses Erfassenwollens auch ziemlich viel Verwirrung gestiftet wird, Roman Goncharenko. Dazu beigetragen haben mag auch, dass es ja am Anfang sehr verschiedene Einordnungen gab. Und von der ukrainischen Regierung, von Präsident Selenskyj speziell, kam immer wieder die Einschätzung, das ist eine russische Rakete. Warum hat er das gesagt? Wir wissen es nicht genau. Also momentan können wir nur spekulieren. Ich vermute, dass er tatsächlich daran geglaubt hat. Es war abends, es war eine relativ unüberschaubare Lage. Es hätte auch ins Bild gepasst. Russland hat an dem Tag die Ukraine schwer beschossen mit Raketen. Und Russland hätte vielleicht auch davon profitieren können, denn es war wenige Tage, nachdem Russland sich aus Cherson abgezogen hat. Es gab schwere Kritik. Deswegen in Russland selbst. Und das würde dann natürlich die Aufmerksamkeit sofort von Cherson weglenken. Das heißt, Russland hätte vielleicht ein Interesse. Vielleicht war das auch ein Gedanke bei Selenskyj oder bei vielen ukrainischen Beobachtern, die das gesehen haben. Und das erinnerte auch ein bisschen an die Situation in den Wochen vor dem Krieg, als die amerikanischen und die britischen Geheimdienste gesagt haben, Russland bereitet einen Einmarsch vor, als die Botschaftermitarbeiter abgezogen wurden. Und Selenskyj hat es bestritten,
Das war zum ersten Mal seit 9 Monaten, dass wir so leichte Spannungen zwischen Zelensky und seinen westlichen Partnern beobachten konnten. Und das war sehr gefährlich. Momentan glaube ich, was noch eine Rolle hätte gespielt haben können, glaube ich, ich weiß es nicht, das ist nur meine Vermutung, dass Zelensky nicht sofort die Beweise bekommen hat, die die USA oder die polnische Seite hatten. Das heißt, diese Beweise wurden eventuell dann später der ukrainischen Seite präsentiert. Wir wissen es bis heute, stand jetzt nicht genau. Aber offenbar in den ersten Minuten, vielleicht Stunden, gab es diese Beweise nicht. Das hat Zelensky dazu veranlasst, glaube ich, zu sagen, das sind wir nicht gewesen. Mhm. Kommentatoren, kritische haben Zelensky unterstellt, Konstantin von Hammerstein, dass das möglicherweise auch der Versuch war, noch mehr unmittelbare, direkte, massive Unterstützung von der NATO einzufordern. Naja, ich glaube, bei der Interpretation liegt man generell natürlich immer richtig. Aber ich glaube, man muss natürlich auch den emotionalen Zustand der Ukrainer sehen. Die sind massiv angegriffen worden. Dass die in diesem Moment jetzt ganz klar und kühl darauf reagieren, das kann man, glaube ich, auch nicht unbedingt erwarten. Und ich habe auch irgendwie eigentlich das Gefühl gehabt, dass im Westen auf diese Äußerung des ukrainischen Präsidenten relativ verständnisvoll reagiert worden ist. Man hat es nicht so ernst genommen. Jetzt haben Sie das angesprochen, wie massiv das war. Im Prinzip muss man sich das vorstellen. Blackouts erneut, 10 Millionen Menschen ohne Strom, keine Energie, kein Wasser und aber auch insgesamt weniger Wirtschaftsleistung für die Ukraine. Die Kriegskosten sind sehr hoch und wenn dann was demoliert wird, dann kann eben einiges einfach, muss es stillstehen. Alexander Sitenko, wie wird das alles zusammengenommen, also Raketenangriffe, aber auch der Raketeneinschlag in Polen, in Russland bewertet? Ja, in Russland, also ich muss sagen, also jetzt in der Bevölkerung, meinen Sie, in der breiten Bevölkerung, die letzten Ereignisse habe ich so wahrgenommen, dass sie nicht mehr so intensiv verfolgt werden wie am Anfang. Also der Krieg, alles was passiert, läuft irgendwie im Hintergrund, ne, im Hintergrund ab. Also die Menschen haben sich in gewisser Weise daran gewöhnt. Und die Menschen reagieren stärker darauf, was in Russland selber passiert. Zum Beispiel die Mobilmachung, die von Putin ausgerufen wurde Ende September, Anfang Oktober. Das ist, was tatsächlich den Alltag prägt. Und das ist, was bei Menschen Emotionen hervorruft. Ich habe nichts Besonderes an Reaktionen beobachten können. Die Menschen, die Informationen aus dem Staatsfernsehen bekommen, sie haben die offizielle Version und Russland hat ja sehr schnell reagiert und gesagt, wir waren es nicht, das sind nicht unsere Raketen. Und das ist dann auch die Interpretation und die Version, die meisten Menschen aufgenommen haben und entsprechend, das ist, was sie glauben, ne? dass Russland das nicht war. Und jetzt sagen auch manche, ja, wir hatten ja von Anfang an, also es wurde ja von Anfang an gesagt, dass das nicht eine russische Rakete war. Und jetzt hat sich das sozusagen bewahrheitet. Ja. Derweil, Roman Gontscharenko, gibt es ja neue Raketenangriffe. Also das zeigt ja wahrscheinlich eher, dass Putin weiter eskaliert. Oder wie würden Sie das einordnen? Ja, auf jeden Fall. Er eskaliert, natürlich. Das ist alles, was ihm bleibt. Also einerseits eskalieren, andererseits immer wieder versuchen, die Ukraine zu Verhandlungen zu drängen. Und eigentlich gibt es für Russland nur zwei Möglichkeiten. Entweder an der Front in die Offensive gehen, das klappt ziemlich schlecht momentan. Nur an einer Stelle im Osten, da im Donbass bei der Stadt Bachmut, versucht Russland jetzt die Kräfte zu bündeln und auch die Kräfte, die aus Cherson abgezogen wurden, bewegen sich in diese Region, um dort endlich Erfolge vorzeigen zu können. Denn es gibt schon seit Monaten keine Erfolge bei der russischen Offensive. Die Front ist sehr, sehr lang und Russland versucht, diese Front zu halten, um nicht noch weitere Gebiete zu verlieren. Das ist die Tatsache. Was Russland relativ erfolgreich bis jetzt gemacht hat, waren diese Angriffe auf die zivile Infrastruktur und die setzt Russland weiter fort. Es gab jetzt eine Pause für ein paar Tage und dann wieder und wieder. Und was genau zerstört wird, wir sehen das. Da sind die Transformatoren, da sind die Stromleitungen, aber auch ukrainische Industrieobjekte. Große Objekte, große Werke, wo auch ukrainische Raketen hergestellt werden, die werden weiterhin systematisch angegriffen. Das mindert auch die ukrainische
ukrainischen Abwehrmöglichkeiten. Das heißt, die Ukraine ist dann noch mehr auf westliche Hilfe angewiesen vor diesem Hintergrund. Also gezieltes Forcieren der Abhängigkeiten. Dann schauen wir vielleicht auch mal auf Reaktionen aus dem Westen, denn die gab es ja prompt, Reaktionen auf die Raketenangriffe. Internationaler Gegenwind war das. Viele Staats- und Regierungschefs auf dem G20-Gipfel haben die Angriffe auf die Ukraine sofort scharf verurteilt und eine Mehrheit der Staaten kritisierte in der Abschlusserklärung auch Russlands Krieg gegen die Ukraine insgesamt. Bäume pflanzen für die Umwelt und den Frieden. Doch das friedvolle Signal der G20-Teilnehmer wurde durch die Berichte von neuen russischen Raketenangriffen auf die Ukraine jäh übertönt. Entsprechend scharf die Reaktionen. Und in dem Moment, in dem die Staats- und Regierungschefs hier in Bali versuchen, Fortschritte zu erzielen und den Weltfrieden zu sichern, schlägt Putin auf zivile Ziele, Kinder und Frauen ein. Ich meine, es ist einfach, um meine Worte zu benutzen, barbarisch, was er tut. Auf dem Gipfel sprach jeder darüber, wie man den russischen Krieg beenden könne. Sogar der Vertreter Russlands äußerte sich. Und anschließend trafen 100 russische Raketen die Ukraine, verbrannten Gebäude und zerstörten Kraftwerke. Hunderte Städte waren ohne Internet, Strom und Wasser. Ist Putins Russland in der Weltgemeinschaft endgültig isoliert? Wie schätzen Sie das ein, Alexander Sitenko? Ob Putin isoliert oder Russland isoliert ist. Also ich finde, man muss da, im Prinzip diese Erklärung, die erwähnt wurde, sie spiegelt das wider, was wir seit Beginn des Krieges erlebt haben in multilateralen Foren, zum Beispiel in der UN. Na, es gab ja am 2. März die erste Abstimmung in der UN-Generalversammlung, wo sie in 141 Staaten von 193 russischen Angriff verurteilt haben. Und das, also wenn gesagt wird, die meisten Staaten verurteilen, das stimmt auch. Also den Krieg an sich, ich glaube, da gibt es kein Land, das dem gegenüber gleichgültig ist. Also den Krieg an sich findet niemand gut und verurteilen das. Wenn es aber um Kooperation mit Russland geht, also da beginnen die Unterschiede. Also ich würde unterscheiden zwischen sogenannten Verbündeten Russlands, die man an einer Hand abzählen kann. Es gibt Verbündete, zum Beispiel Belarus, das Russland von Anfang politisch unterstützt und auch militärisch in gewisser Weise. Oder der Iran, der seine Drohnen an Russland liefert. Eritrea oder in Lateinamerika Nicaragua, die von Anfang an auf Seite Russlands in den Vereinten Nationen waren und gegen alle Resolutionen gestimmt haben. Nun, also hat Russland nicht viele. Und dann gibt es internationale Partner. Und die meisten Länder, also Partner, wirtschaftliche, außenpolitische Partner Russlands, und da haben die meisten Staaten in Afrika, in Lateinamerika, im Nahen Osten und auch asiatische Staaten sich bis jetzt nicht den westlichen Sanktionen angeschlossen und machen auch weiter Geschäfte mit Russland, weil aufgrund ihrer ökonomischen Interessen, weil sie entweder auf russische Rüstungslieferungen oder Weizenlieferungen angewiesen sind, wie Algerien, Ägypten, China oder Indien. Indien ist sowohl auf Erdöl als auch Rüstungsexporte, Importe Russlands angewiesen. Oder Brasilien und einige asiatische Staaten, die auf russische Düngemittel angewiesen sind. Also da laufen, diese Beziehungen sind nach wie vor da und ich denke nicht, dass sich das ändern wird. Und bilateral haben die wenigsten Staaten aus dem sogenannten globalen Süden den Krieg ausdrücklich verurteilt. Also in Lateinamerika fallen mir dazu Ecuador und Chile ein, die sehr eindeutig waren in ihrer Position. Alle anderen haben entweder den Krieg bedauert, wir bedauern das, aber nicht Russland ausdrücklich als Aggressor genannt. Dann gibt es sozusagen ideologische Partner wie Kuba, Venezuela, Nicaragua, die gesagt haben, aber die NATO ist schuld, Russland wurde provoziert. Und dann gibt es die Staaten dazwischen wie Brasilien oder Mexiko, die sagen, wir plädieren für Verhandlungen und für eine politische Lösung. Und Mexiko hat auf dem G20-Gipfel diese Position nochmal erläutert. Und wir würden alles unseren Beitrag dazu leisten, Russland und die Ukraine an einen Verhandlungstisch zu bringen. Ja, verstehe. Wie würden Sie das einordnen? Jetzt haben wir irgendwie eine Orientierung, Konstantin von Hammerstein, aber ist dann im Prinzip dieses G20-Signal viel schwächer, als es hier in Europa verkauft wird?
Nein, ich glaube schon, dass das ein sehr starkes Signal ist. Denn damit hat ja mit so einer Erklärung hat ja keiner gerechnet. Wo Russland zwar nicht verurteilt worden ist, aber es ist so wie, es schwingt ja in dieser Erklärung sehr deutlich mit, wer der Aggressor ist. Das ist, finde ich, schon eine sehr eindeutige Erklärung. Die große Mehrheit der G20-Länder, das steht ja auch in der Erklärung, unterstützt das ja auch. Aber ich glaube, ich will das vielleicht auch nochmal unterstreichen, was Sie gesagt haben. Ich glaube, man muss einfach sehen, Europa und auch die USA, die haben einen großen Anteil an diesem Krieg. Sie sind sozusagen beteiligt, das betrifft sie unmittelbar. Wenn man in Südamerika in einem Land ist oder in Afrika, so, dann findet man das auch nicht gut. Aber dann sagt man so, was haben wir eigentlich damit zu tun? Ich glaube, da ist einfach, ja, in anderen Konflikten auch gemacht, muss man immer wieder sagen. Ja, an der Stelle. Es gibt ja zum Beispiel aus Syrien, lese ich immer wieder die Kritik irgendwie, warum kümmert ihr euch nicht? Also die machen das Gleiche da in der Ukraine, die Russen, wie sie das in Syrien gemacht haben, aber die Europäer kümmern sich nur um die Ukraine und sie kümmern sich nicht um Syrien. Und das kann man ja auch nachvollziehen, dass natürlich ein Land in Afrika oder in Südamerika längst nicht so beteiligt ist wie ein europäisches Land. Aber wäre es, wenn zum Beispiel jetzt die USA in Form von Präsident Biden in Person sagen, das ist barbarisch. Wäre es dann nicht nötig, diesen Worten und diesem diplomatischen Wirken noch was anderes an die Seite zu stellen? Also es gibt Politikwissenschaftler, auch in Deutschland, die fordern zum Beispiel, dass die USA jetzt Russland ein Ultimatum stellt. Roman Goncharenko hat angedeutet, wie schwach die russische Position im Moment ist im Vergleich. Also das Motto könnte dann sein, wenn ihr nicht aufhört, liefern wir der Ukraine ballistische Raketen, mit denen dann auch russisches Territorium angegriffen werden könnte. Was halten Sie davon? Es gibt immer die Diskussion, aber da ist der Westen und auch die Amerikaner sind ja sehr, sehr zurückhaltend. Also sie haben ja für diese berühmten HIMARS-Raketenwerfer ja die weitreichenden Raketen nicht geliefert, die russisches Territorium treffen würden. Die reichten etwa 300 Kilometer, die haben sie nicht geliefert, sondern sie haben welche, die etwa 80 Kilometer weit reichen, weil sie genau das eben nicht provozieren wollen und sehr vorsichtig sind. Und ich glaube, da ändert auch jetzt dieser Raketenbeschuss nichts daran. Gleichzeitig haben die Amerikaner ja wieder ein riesiges Militärpaket angekündigt. Also die Unterstützung läuft ja auch weiter, aber man möchte es nicht auf die Spitze treiben. Wenn ich noch einen Punkt ergänzen darf, ich finde es auch wichtiges Ergebnis auch dieser Erklärung, G20-Erklärung, dass alle Staaten in dieser Erklärung gesagt haben, Einsatz von Atomwaffen ist unzulässig. Ja, das war auch wichtig und dass China und die USA sich da einig waren und ausdrücklich geäußert haben. Vorhin hatte ja Olaf Scholz und Xi Jinping sich auch in diese Richtung geäußert. Der Bundeskanzler. Der Bundeskanzler, genau. Und das ist auch ein Signal an Russland. Also das würden wir nicht tolerieren. Roman Goncharenko, wie empfinden Sie es? Ist das tatsächlich diese diplomatische Ebene? Wie wichtig ist die jetzt auch für den weiteren Verlauf dieses Krieges? Also ich stimme zu alles, was hier gesagt wurde. Nur eine kleine Ergänzung vielleicht. Ich glaube, die Bedeutung von solchen Gipfeln und der Erklärungen wird etwas überbewertet. Viel wichtiger halte ich das, was tatsächlich dann passiert. Und dann ist Russland nicht so isoliert, wie es viele gerne hätten, vor allem die Ukraine. Wenn wir schauen, welche Länder Sanktionen gegen Russland eingeführt haben, dann gibt es Länder wie China, Indien oder auch die Türkei, die das nicht tun und auch nicht absehbar ist, ob sie sich diesen Sanktionen anschließen. Und das ist für Russland sehr wichtig, denn Russland verstärkt den Handel mit diesen Ländern und ist dadurch resilienter gegenüber den westlichen Sanktionen. Aber andererseits, wenn wir über die Diplomatie sprechen, und dann habe ich mir die Erklärung von dem Gipfel aus dem Jahr 2014 noch mal angeschaut. Das war im Herbst in Australien und Wladimir Putin war da. Und, das war, muss man sagen, direkt nach der Annexion der Krim im Frühjahr damals. Genau, das war ein halbes Jahr nach der Krim-Annexion. Das war schon nachdem im Donbass ganz heißer Krieg war und es gab schon die ersten also Friedensverhandlungen oder Feuerpause zu dem Zeitpunkt. Das war im späten Herbst. Auf jeden Fall, dort wird nicht von Krieg gesprochen. Es gibt nur eine Umschreibung von geopolitischen Spannungen. Die Ukraine wird mit keinem Wort erwähnt und Wladimir Putin war persönlich da, ist aber frühzeitig abgereist, genauso wie jetzt sein Außenminister Lavrov. Interessant ist, dass Putin jetzt zum ersten Mal überhaupt nicht bei einem G20-Gipfel war, obwohl er in den letzten Jahren immer wieder deutlich gemacht hat, dass er diesen Forum G20 für viel wichtiger hält als G7 bzw. G8, wo Russland rausgeschmissen wurde. Das heißt, es ist für ihn auf jeden Fall auch eine
diplomatische Niederlage. Er hat bestimmt gedacht, ich kann dahin fahren, und er wollte als Sieger sozusagen nach Indonesien fahren, aber es hat nicht geklappt. Seine Armee ist gescheitert und musste kurz vor dem Gipfel auch Cherson verlassen, beziehungsweise sich auf das andere Ufer des Dnipro-Flusses übersetzen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass er nicht hingereist ist. Das macht die Lage etwas komplizierter, aber zusammengefasst auf diplomatischer Ebene sind das zwar symbolische Gesten, aber wichtige, wenn man vergleicht mit dem, was war. Auf der anderen Seite, wenn es um praktische Politik ist und das, was Russland empfindlich trifft, passiert noch nicht genug. Und Russland ist nicht so isoliert, wie es hätte sein können. Schauen wir nach Cherson, denn Sie haben es angesprochen, wie wichtig das offensichtlich war und ist. Der Abzug der russischen Truppen aus der Großstadt wurde von vielen Beobachtern auch als mögliche Wende im Kriegsverlauf eingeschätzt. Cherson war die einzige Gebietshauptstadt in der Ukraine, die die russische Armee in diesem Krieg besetzen konnte. Jetzt sind die Stadt und die Gebiete westlich des Flusses Dnipro wieder frei. Auch nach der Befreiung Chersons, Junge und Alte, die Einwohner der Stadt feiern immer noch. Nach 8 Monaten russischer Besatzung schwenken die Menschen die ukrainische Flagge, schließen ihre Soldaten in die Arme. Wir haben keinen Strom, kein Wasser, kein Internet, keine Kommunikation, keine Heizung. Aber es gibt auch keine Russen, und deshalb sind wir glücklich. Die Ukraine wird bleiben. Niemand kann sie erobern, sie zerschlagen. Wir sind geeint wie nie zuvor. Auch der ukrainische Präsident ist in die befreite Stadt gekommen. Sein Blitzbesuch auch eine Machtdemonstration an Russland. Das ist der Anfang vom Ende des Krieges. Wir sehen unsere starke Armee, wir kommen Schritt für Schritt voran. Durch die vorübergehend besetzten Gebiete. Doch der Krieg ist noch nicht vorbei. Auch wenn in den vergangenen Tagen laut ukrainischen Angaben etwa 180 Ortschaften im Süden zurückerobert worden sind und im Osten die schweren Kämpfe weitergehen. War Cherson am Ende nur ein Strohfeuer? Roman Goncharenko. Nein, Strohfeuer nicht. Es war eine sehr wichtige, ein sehr wichtiger Sieg für die Ukraine, für die ukrainische Armee. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Die Stadt Cherson, die liegt ja tief im Süden, ist eine relativ kleine Gebietshauptstadt, und die war in den vergangenen Jahren kaum im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Also die Kämpfe waren weiter tief im Osten, im Donbass und in Cherson. Sie hatte auch teilweise sein Image, vielleicht ein bisschen pro-russisch zu sein, was alles nicht stimmte, denn wir haben diese Bilder jetzt mit den Flaggen gesehen, aber ähnliche Bilder gab es auch zu Beginn der russischen Invasion in den ersten Tagen, als die russischen Truppen schon da waren und die Bewohner der Stadt mit ukrainischen Fahnen sich vor Panzern aufgebaut haben. Manche sind so darauf geklettert, auf diese Panzer. Sie hatten keine Angst. Das heißt, diese ukrainische Seite von Cherson hat sich damals schon gezeigt, und deshalb ist es jetzt auch so schließlich der Kreis für die Bewohner dieser Stadt, die sie auch viel gelitten hat. Die war ja mehrere Monate in russischer Besatzung. Und für die Ukraine kann man das nicht hoch genug schätzen, wie wichtig so ein Sieg ist, besonders nachdem Russland in den letzten Wochen die ukrainische Infrastruktur so stark angegriffen hat. Millionen Menschen, wir haben ja darüber gesprochen, sitzen im Dunkeln Tag für Tag. Städte haben kein Licht, kein Strom. Es ist Winter. Es schneit inzwischen. Und vor diesem Hintergrund dieser Sieg, das war extrem wichtig, und es ist auch sehr wichtig gewesen, dass Selenskyj dahin gereist ist. In den ersten Tagen, wo es vielleicht noch nicht ganz sicher war, trotzdem ist er dahin gereist. Er war ganz nah an der Front, denn die russischen Truppen sind einfach am anderen Ufer des Dnipro-Flusses. Ja, sie sind gar nicht weit weg. Deshalb kann man das wirklich anerkennen, muss man das anerkennen, dass Selenskyj sich da zeigt, dass er keine Angst hat, auch direkt an die Front zu fahren. Derselbe Selenskyj, Konstantin von Hammerstein, vergleicht Cherson und die, wie die Ukrainer sagen, Befreiung mit dem D-Day. Also 1944, die Landung der US-Armee in der Normandie gegen Nazi-Deutschland, was eben auch dann den Erfolg der Alliierten gegen die Deutschen möglich machte. Ist das ein zulässiger Vergleich?
Ach, ich glaube, da ist natürlich viel Wunschdenken dabei und es ist auch Propaganda dabei. Aber was stimmt ist, dass es wirklich ein militärisch signifikanter Sieg ist und wahrscheinlich der bisher militärisch signifikanteste Sieg der Ukrainer. Denn wenn man sich anguckt, wir haben ja sehr überraschend da im Norden bei Kharkiv die Russen vertrieben. Die waren dort aber schlecht aufgestellt. Sind überrascht worden und dann sind sie relativ schnell überrannt worden. In Cherson sind die Russen nicht überrascht worden, sondern das hatten die Ukrainer ja lange signalisiert, dass sie dort eine Offensive starten würden. Sie haben über Monate lang diese Offensive vorbereitet. Die Russen hatten dort ihre besten Kämpfer zusammengezogen und die sind geschlagen worden. Insofern ist dieser Sieg natürlich militärisch gesehen viel signifikanter als der im Norden es ist. Und das ist sowohl für die Moral der ukrainischen Truppen entscheidend. Es ist aber natürlich auch so, dass die russischen Truppen, da die Eliteeinheiten, natürlich auch schwere Opfer haben hinnehmen müssen. Man muss dazu sagen, Alex, dass die Ukrainer vermutlich auch sehr schwere Opfer in Kauf nehmen mussten, weil der Angreifer generell immer mehr Opfer eigentlich in der Regel hat als der Verteidiger. Bei einer Bevölkerung, die ja auch nicht unendlich ist, also 30 Millionen. Genau, ne? die nicht unendlich ist, aber der amerikanische Generalstabschef hat jetzt ja davon geredet, dass die Russen vermutlich Tote und Verwundete etwa 100.000 bisher verloren hätten. Und er vermutet, dass die Ukrainer in etwa in der gleichen Dimension Verluste hätten. Das zeigt, welche hohen Opfer die bringen. Aber für die Moral der Truppe ist es natürlich ein riesiger Unterschied. Die Russen sind demoralisiert und die Ukrainer sind siegreich. Und wir haben jetzt ja gesehen, dass am Ende wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt Waffen den großen Unterschied machen, sondern dass der Zusammenhalt und die Moral der Truppen der entscheidende Kriegsfaktor ist. Und der ist gestärkt für die Ukrainer. Das würde ich gerne ein bisschen noch differenzieren und auch weiter diskutieren, denn es geht ja auch um Munition, es geht auch um soldatische Reserven. Aber zunächst, Alexander Sitenko, glauben Sie, das ist jetzt der Anfang des Endes dieses Krieges? Ach, das würde ich nicht behaupten. Also das ist politisch natürlich, ich würde sagen, das ist politisch für Putin eine Niederlage. Mhm. Ja, und also militärisch ist es an dieser Stelle auch eine Niederlage für Russland. Wie er sich weiterentwickelt, wissen wir nicht. Also politisch sehe ich das, also da ist nichts mehr zu holen für Putin und für Russland. Die ursprünglichen Ziele hat Russland nicht erreicht. Ne? Das Ziel war eigentlich Kontrolle über Kiew, politische Einflussnahme, außenpolitische. Das hat nicht geklappt. Regimewechsel misslungen in der Ukraine. Und jetzt versucht man sozusagen das Beste irgendwie rauszuholen, was Russland als Sieg präsentieren kann. Und es klappt nicht. Aber was wäre denn das Beste, wenn man jetzt danach schaut? Was wäre denn so ein Mindesterfolg, den Putin erreichen müsste? Na, jetzt hat Putin auf dem Valdai-Forum vor kurzem gesagt, dass der Schutz der Bevölkerung im Donbass wäre, also das ist das militärische Ziel Russlands. Und ich muss noch mal zu Cherson sagen, dass diesmal im Gegensatz zu dem Rückzug aus dem Nordosten, aus dem Kharkiv-Gebiet, wurde die Öffentlichkeit in Russland diesmal darauf vorbereitet. Ne? Es wurde bereits, der General Surovikin hat Anfang Oktober gesagt, dass schwierige Entscheidungen anstünden. Und es wurde auf Telegram-Kanälen wurde die Vermutung geäußert, dass ein Abzug stattfinden könnte. Auch die sogenannten militaristischen Kreise haben schon diese Befürchtung geäußert und gesagt, ja, das wäre ein Verrat. Aber wenn das tatsächlich passiert und so wie das kommuniziert wurde, nämlich vom Kommandant der russischen Armee an den Verteidigungsminister Shoigu, zeigt auch, dass Putin und der Generalstab die Verantwortung von sich wegschieben wollen. Machtpolitisch zu überleben, womöglich. Genau. Ja, fragen wir vielleicht mal bei Roman Gonscharenko, ob diese Ankündigung Putins, eben den Schutz der Bevölkerung in Donbass, ob uns das was verrät über die mögliche Strategie, die wir jetzt von Russland erwarten können. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht zunächst kurz zu dem, was Konstantin von Hammerstein gesagt hat, zum Thema Waffen.
Das muss auf jeden Fall erwähnt werden. Ich finde, dieser Sieg von Cherson ist auf jeden Fall ein ukrainisch-amerikanischer Sieg. Denn er war nur möglich, weil die USA diese Mehrfachraketenwerfer HIMARS geliefert haben. Mit diesen Raketenwerfern konnten die Ukrainer seit Juli die Brücken angreifen, die es da gab. Und dank der günstigen geografischen Lage waren die russischen Truppen von der Versorgung abgeschnitten, beziehungsweise die war sehr, sehr schwer gestört. Und das heißt, es gibt drei Väter sozusagen, oder drei Mütter von diesem Sieg. Einmal die amerikanischen Waffen, die Geografie, günstig für die Ukraine, und natürlich der Kampfeswille der ukrainischen Armee. Und für die Zukunft ist es auch wichtig, dass die Ukraine gezeigt hat, wir können gewinnen, aber wir brauchen diese Waffen. Wir brauchen diese moderne Waffen von den USA, aber auch anderen Ländern, vor allem die Raketen, die dann uns ermöglichen, ohne große Verluste solche Siege zu feiern. Denn wir erinnern uns, es gab Publikationen, ich glaube in amerikanischen Zeitungen, wo es hieß, es wurde im Sommer durchgespielt, wo könnte eine ukrainische Offensive erfolgreich sein. Im Norden bei Kharkiv oder im Süden bei Cherson. Und man hat sich für Kharkiv entschieden, weil dort ein Sieg leichter bzw. Nicht so mit zahlreichen Opfern verbunden wäre. Weil Russland wusste ja natürlich, dass die Ukraine Cherson haben möchte, und hat dort die Kräfte zusammengezogen. Und dann hat man Kharkiv befreit, aber dann Cherson nicht aufgegeben. Das ist wichtig. Und die hat auch lange genug gewartet, bis Russland verstanden haben, jetzt kommt der Winter, jetzt geraten unsere Truppen dort immer stärker unter Druck, wir müssen abziehen. Und das war dann der Sieg der Ukraine. Dann schauen wir jetzt nach vorne. Zu Ihrer Frage, genau. Ja. Was passiert jetzt weiter? Ich glaube, es gibt zwei Orte, die man genau beobachten sollte. Erstens den Donbass, die Stadt Bachmut, das ist eine relativ kleine Stadt, aber strategisch wichtig im Gebiet Donetsk. Das ist genau das, wo jetzt die heftigsten Kämpfe tumben, die der ukrainische Präsident Zelensky als Hölle beschreibt. Das heißt, es ist wirklich sind sehr starke Kämpfe dort, jeden Tag, jede Nacht. Und es gibt jetzt Meldungen, dass die Truppen von Cherson, die russischen Truppen, dahin verlegt werden. Das heißt, wir erwarten dort, dass vielleicht diese Stadt fallen könnte. Das wissen wir nicht. Und der zweite Ort ist die Stadt Melitopol. Das ist im Gebiet Saporizhia im Süden. Das ist ein Ort, wo die Russen jetzt ihre Stellungen verstärken, weil sie vermuten, dass die Ukraine dort jetzt angreifen könnte. Dass die Ukraine jetzt nicht bei Cherson oder weiter den Fluss Dnipro, der sehr, sehr breit ist, dort forcieren würde, um weiter Richtung Süden vorzustoßen, sondern etwas weiter östlich das versuchen könnte. Um auch russische Stellungen zu trennen. Im genau, Prinzip. Richtung Krim. Hm. Und das ist dann für Russland gefährlich, weil Russland jetzt besonders, nachdem die Krimbrücke beschädigt wurde, die Versorgung der russischen Truppen, aber auch der Bevölkerung auf der Krim jetzt gestört ist, ist Russland auf diese Landbrücke angewiesen, die sie erobert hat nach der Invasion im Februar. Und das ist genau der Ort, wo die Ukraine theoretisch jetzt eine Chance hätte vorzustoßen. Und Russland weiß es natürlich und zieht dort die Truppen zusammen. Hm. Wie sieht es insgesamt aus, Konstantin von Hammerstein, wenn Sie das bewerten, was erfahrbar ist? Also, dass es wahnsinnig hohe Verluste gibt auf Seiten der russischen Armee. Man liest zum Beispiel vom Militärökonom Kolb in der Schweiz, dass 400 bis 600 Mann pro Tag im Prinzip an neu rekrutierten, unerfahrenen russischen Kämpfern verloren gehen, also getötet werden. Und gleichzeitig bei der Ukraine gibt es das Munitionsproblem. Wie würden Sie das bewerten? Auf was steuert man jetzt hier zu, auch mit den Informationen von Roman Goncharenko? Ich glaube, Munitionsprobleme haben beide Seiten. Das sieht man ja, dass die große russische Armee jetzt sowohl in Nordkorea als auch im Iran als auch in Belarus betteln muss, dass sie von dort Munition und auch Waffen nachgeliefert kriegen. Das ist ja ein deutliches Indiz dafür, dass sie trotz ihrer riesigen Bestände große Probleme haben. Aber das haben die Ukrainer natürlich auch. Also ich würde, glaube ich, noch mal auf das Thema der Moral zurückkommen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Berichten, vor allen Dingen aus dem Osten, wo diese mobilisierten Berichten, gibt es Augenzeugenberichte oder Betroffenenberichte, dass es drei Reihen da an der Front gäbe. Ganz vorne sind Kriminelle aus dem russischen Lagersystem, die von der Wagner-Gruppe dorthin geschickt werden. Dann gibt es in der zweiten Reihe die frisch Mobilisierten, die wiederum angewiesen sind, auf die Wagner-Leute ganz in der Front, also vorne an der Front zu schießen, wenn die fliehen sollten. Und es gibt in einer dritten Reihe dann sozusagen die Profitruppen, die wiederum angewiesen sind, auf die Mobilisierten zu schießen.
Das ist ja irgendwie ein System, wie es das im Stalinismus im Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Und was dafür spricht ja, dass die Moral an der Front katastrophal ist, gibt es ja sehr, sehr viele Berichte darüber. So dass ich, das ist natürlich ein signifikanter militärischer Faktor. Und der ist bei den Ukrainern ganz anders, weil die Ukrainer zwar schwere Verluste haben, aber natürlich eine riesengroße Motivation haben, ihr Land zu befreien und den Russen weitere Niederlagen beizubringen. Wenn der Nachschub an westlichen Waffen und Munition nur halbwegs an die Ukrainer funktioniert, dann würde ich sagen, ist die Moral wird kriegsentscheidend sein. Roman Genscherek? Ja. Dem stimme ich zu. Ganz eine kurze Anmerkung. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich beobachte das in russischen Medien oder in den Aussagen russischer Spitzenpolitiker, wie sehr Russland bemüht ist, diesen Krieg als eine Art Fortsetzung des Zweiten Weltkrieges darzustellen, als sozusagen, wir erleben heute das, was unsere Großväter erlebt haben, den Kampf gegen Nazi-Deutschland, gegen das Böse der Welt. Das ist natürlich nicht seit gestern so, das ist schon seit Jahren Teil der russischen Propaganda, aber das wirkt immer bemühter sozusagen. Und die merken selber, das funktioniert nur zum Teil. Denn die Menschen, die Russen und die Russinnen, die verstehen natürlich, dass es kein Vergleich ist, dass es absurd ist, dieser Vergleich zum Zweiten Weltkrieg, der Kampf gegen vermeintliche Nazis in der Ukraine. Und sie versuchen das auch propagandistisch immer wieder zu verstärken durch verschiedene Shows, da auf dem Roten Platz auch. Die alten Militärfahrzeuge werden aufgefahren, da massieren Soldaten in Uniformen der Roten Armee, um zu zeigen, schaut her, wie sind die Nachfahren dieser glorreicher Sieger. Aber das funktioniert nur zum Teil, wie gesagt. Und auch die Aussage von dem Sergei Kirienko, das ist der stellvertretende Leiter der Präsidialverwaltung von Wladimir Putin, sagte vor einigen Wochen, er sagte, es soll ein Volkskrieg werden, wie damals, dann gewinnen wir. In dieser Aussage merkt man, es ist kein Volkskrieg. Es ist kein Volkskrieg, den sich Putin gewünscht hat. Es ist ein Krieg von den Eliten, von Teilen der Gesellschaft in Russland, die sich so einen Krieg vielleicht gewünscht hätten, als eine Revanche gegen den Zerfall der Sowjetunion. Aber dieser Krieg hat keine breite Unterstützung in der Gesellschaft. Eine Anmerkung dazu vielleicht zu den Umfragen. Ja, die Umfragen in Russland sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber dennoch gibt es manche, die meiner Meinung nach tatsächlich die Stimmung in der Bevölkerung widerspiegeln. Laut Levada-Zentrum hat sich der Anteil der Menschen in Russland, die für eine Verhandlungslösung plädieren, seit August von 44% auf 57% gestiegen. Und eine andere interessante Umfrage war, also jeden Monat werden Menschen gefragt, was sozusagen für sie das prägendste Ereignis des letzten Monats war. Und zum Beispiel Ende Oktober konnten sich nur 6% an die Annexion der vier ukrainischen Gebiete erinnern. Beziehungsweise das ist für sie ein bedeutendes Ereignis. War. Dabei also war das im September. Mhm. Na, das heißt, genau, also aber die Umfrage dann. Ne, und das zeigt auch, also erstens, dass dieser Krieg unpopulär ist in der russischen Bevölkerung, aber das ist klar, das wurde auch schon mehrmals beteuert. Und ich denke, die Mehrheit der Menschen in Russland, bis auf die ultranationalistischen Kreise, wäre schon erleichtert, wenn dieser Krieg so schnell wie möglich zu Ende geht. Ja, Roman Goncharenko, ganz am Anfang hatten Sie gesagt, Russland hat zwei Optionen. Die Offensive haben Sie beschrieben, die möglichen Optionen. Aber ging es dann in der anderen Alternative auch um den Druck auf Verhandlungen zu erhöhen? Reden wir da über diese Taktik? Ja, auf jeden Fall. Wir hören seit Wochen schon Signale aus Russland, dass Russland gerne verhandeln möchte. Auf verschiedener Ebene hören wir das. Es gibt immer wieder auch Diplomatie im Sinne von, es kommen irgendwelche Politiker oder sprechen mit Wladimir Putin. Da gab es einen afrikanischen Präsidenten, der in Moskau und in Kiew war und dann als Botschaftsüberbringer sozusagen agierte. Es gab auch andere Kanäle. Das heißt, es gibt auf ganz vielen Kanälen jetzt, auch über die Türkei und so weiter, Versuche Moskaus, Kiew zurück zu den Verhandlungstisch zu zwingen. Und sozusagen. Wie stehen die Chancen? Wir müssen ein bisschen uns sputen, weil wir nicht mehr so viel Sendezeit haben. Ich glaube, die Chancen sind da. Kommt darauf an, ob die Ukraine Sicherheitsgarantien erhält. Das ist das A und O für Kiew. Wenn der Westen bereit ist, der Ukraine zu versprechen, dass sollte Russland da in die Offensive gehen, also angenommen, es gibt jetzt einen Waffenstillstand, dann muss die Ukraine Garantien bekommen, vor allem vom Westen, dass es die Waffen bekommt oder notfalls auch Militär
militärischer Unterstützung, um diese neue Offensive Russland zurückschlagen zu können. Wenn das solche Garantien nicht gibt, dann wird Kiew kaum Motivation haben, jetzt nachzugeben. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Ja, wird der Westen da mitgehen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es die nächsten Monate zu signifikanten Verhandlungen gibt, beziehungsweise zu einem Ergebnis, weil die Ukrainer und letztlich auch der Westen im Moment kein Interesse daran haben können, weil das Momentum auf der Seite der Ukrainer liegt. Aber dann würde der Krieg noch brutaler werden, oder? Ja, was heißt, brutaler kann er ja eigentlich kaum noch werden, es sei denn, es würden Massenvernichtungswaffen eingesetzt. Der ist ja schon maximal brutal. Ich glaube, das kann irgendwie nicht so das Argument sein, sondern wenn jetzt der Druck auf die Russen nachlässt, dann würde Putin die Gelegenheit kriegen, seine Armee wenigstens in Teilen wieder aufzubauen. Und ich glaube, diese Chance wollen die Ukrainer auf keinen Fall den Russen überlassen und die Westlichen, die meisten eigentlich auch nicht. Ich denke nicht, dass beide Seiten so verhandlungsunwillig sind, wie sie es manchmal öffentlich erklären. Weil wir haben schon gehört, beide haben ganz große, wirklich große, hohe Verluste und sind in keiner guten Verfassung. Die Moral ist eindeutig höher auf der ukrainischen Seite. Aber dennoch finde ich, bedeuten die öffentlichen Erklärungen nicht unbedingt, dass Verhandlungswerk ausgeschlossen wird. Natürlich kann man öffentlich sich nicht dazu bekennen, weil das als Schwäche interpretiert wird. Und ich finde, Es geht darum, also die Verhandlungsbereitschaft, die muss ja in gewisser Weise auch verhandelt werden. Und das muss erst durch kleine Schritte auch Vertrauen zwischen Verhandlungsdelegationen hergestellt werden. Und erstmal verhandelt man über das, was über die akute Probleme oder akute Fragen wie Getreideausfuhren. Das war akut und man konnte sich darauf einigen. Das heißt, wenn man sich darauf einigen konnte, zeigt es, dass es möglich ist. Es braucht schon einen anerkannten Mediator, der von beiden Seiten anerkannt wird und der nicht sofort mit Endergebnissen kommt, also hier, das wollen wir erreichen, sondern schaut, ja, wozu sind beide Seiten denn bereit? Also was ist für sie wichtig und wo wären sie bereit, eventuell Zugeständnisse zu machen? Und dann steigert man sich von, also man muss klein anfangen. Vielleicht kurze Schlussrunde. Ganz kurz, zwei Sätze genau. Nur. Russland will verhandeln, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, nicht weil es eingesehen hat, dass seine Ziele unerfüllbar sind. Ich glaube, die Maximalziele bleiben. Russland will verhandeln, um Zeit zu gewinnen, um erstens seine Armee wieder aufzubauen und zweitens Russland wartet ab, bis der Westen müde wird. Das ist also dann die Perspektive für diesen Winter. Danke fürs Schildern. Ganz herzlichen Dank, Roman Goncharenko, Alexander Sitenko und Konstantin von Hammerstein. Und wir werden dieses Thema sicher weiter beobachten. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wiederschauen.